Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer Runde Rocket League. Ich habe jetzt, wie man gerade gesehen hat, wieder die Standard-Dreier-Variante Ranked ausgewählt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Runde wieder. Und da sind wir im Urban Central angekommen. Hoffen wir mal, dass die Runde was wird. Werden wir ja gleich sehen. Ich spiele jetzt hier ein bisschen passiver kurz, um zu gucken, wie sich die Gegner auch verhalten. Und auch die Teammates natürlich. Das ist ja immer schwer einzuschätzen, wenn man das mit zufälligen Leuten spielt. Da finde ich es immer sehr hilfreich, wenn man am Anfang erstmal versucht zu gucken. Das hätte ich kommen sehen können. Da hat er mich schön überlupft. Das war nicht der stärkste Clear vors Tor direkt. Retten konnte ich ihn da leider auch nicht mehr. Aber immer mal lieber selber an die Nase packen. Bevor man über andere meckert. Guter Schuss. Und natürlich auch ein guter Pass. Hatte ich unseren Teammate in der Mitte gesehen? Oder in der Ecke eher gesagt? Das war unglücklich. Hätte wenigstens einer von uns beiden den Ball treffen müssen. Ging durch. Ich denke, damit hat das eigene Team auch nicht gerechnet. Da bin ich im Tor geblieben, um halt, wie ich schon mal gesagt habe, zu gucken, in so einen Tumult da einfach reinfahren. Macht wenig Sinn. Dann fahre ich jetzt zum Eckboost, weil ich ja gesehen habe, dass der Gegner vor mir auf jeden Fall am Seitenboost sein wird. Das war schön. Da hatte ich sogar erst noch gedacht, ich hätte ihn vielleicht erwischt, aber da stand er besser. Hat sich da brillant in Position gebracht, wie man gesehen hat. Ja, lassen wir mal so im Raum stehen, würde ich sagen. Hier warte ich ab, weil ich weiß, dass wir noch einen dritten Mann haben, der im Seitenboost war und ich wollte das Tor nicht unbeaufsichtigt einfach offen lassen. Das kann immer sehr schnell ins Auge gehen. Wie man gerade fast gesehen hätte. Der will einfach nicht vors Tor. Das war knapp. Das hätte richtig fies enden können, was ich da gemacht habe. Das werte ich mal als Rückpass. Da wollte ich ihn eigentlich nur stoppen, damit unser zweiter anderer Mann Zeit hat, wieder zurückzufahren.
Und jetzt sind wir hier ein bisschen unentschlossen. Da wollte ich den lupfen, leider mit zu wenig Kraft. Ich weiß nicht, ob das ein Tor hätte werden können, weil der Gegner da schon gut am Anfliegen war. Das war der Grund, warum ich da reingesprungen bin. Das war schön. Das freut mich, dass das funktioniert hat. Man hat auch mal strahlende Momente. Unser dritter Mann ist im Tor. Nicht mehr. Aber zeitnah zurückgefahren. Ich halte mich hier wieder ein bisschen hinten auf. Wenn zwei vorne sind, macht das immer wenig Sinn, als dritter Mann einfach mit nach vorne zu fahren. Da kann man besser abwarten, wie sich das entwickelt und vielleicht irgendwelche langen Bälle nochmal reinzubringen. Ich meine, jeder spielt da ein bisschen anders. Ich bin nicht so der perfekte Stürmer. Schön, haben wir die Runde doch noch gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten wieder. So, da sind wir in der neuen Runde. Und ich hoffe, dass es genauso ausgeht wie die Runde davor. Mit einem Sieg. Aber mal schauen, wie sich dieses Spiel entwickelt. Das war schön gelupft. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass er mich überfliegt. Ärgerlich. Den habe ich nicht so gut erwischt, wie ich wollte. Ich lasse unsere beiden Leute sich mal vorne austoben. Der hatte es eilig, wie es aussah. Schade, war der Gegner kurz vor mir dran. Das ist ärgerlich. Bin ich immer sehr lange aus dem Spiel raus, wenn man dann so einen Ball an der Wand verpatzt. Schade, den hätte er, meine ich, besser mir lassen können, da er zum Kickoff schon immer weniger Boost hat. Ich werde mal gucken, dass wir die Gegner vielleicht gleich mal ein bisschen unter Druck setzen können. Da hat er was vergessen. Ich wusste nicht, dass meine Teammates beide so dicht an mir dranhängen.
Wenigstens ist er gut motiviert. Das ist doch schon mal schön. Schade, hätte er den in Ruhe gelassen, hätte ich den vielleicht gut spielen können, aber er kann ja auch nicht wissen, dass ich auf dem Weg zu ihm bin. Wow, da kann ich gerade einfach nichts anderes zu sagen. Das war schön gemacht. Da habe ich leider keinen Boost mehr. Das wäre sonst bestimmt ein guter Pass geworden von ihm ins Mittelfeld. Aber da hätte ich wenig mit anfangen können. Ja, da habe ich gehofft, dass der Gegner schießt und ich den abblocken kann. Ja. Man kann ja auch mal Glück haben. Das ist dann auch wirklich so. Funktioniert wie geplant. Bin ich absichtlich jetzt hinter ihn gefahren, den wird der Gegner noch kriegen. Schade. Da werde ich mich jetzt mal neu positionieren. In der Hoffnung, dass wir da noch was machen können. Schön, wenn er den jetzt nochmal bringen kann. Ist einfach nur ein bisschen Zeit schinden. Das sieht aus, als ob es in die Overtime gehen würde, womit ich am Anfang nicht gerechnet habe, aber die positive Einstellung des Teammates war ja schon mal gut. Wenn ich hinter ihm stehe, das ist es unglücklich, wenn er mir dann vor die Karre fährt. Schön weggebammt. Habe ich es gesehen und ich hoffe, dass der... Schade.
Schön weite Clears hat er da. Nice. Sehr schön. Schön dran vorbeigespielt. Haben wir doch noch gewonnen. Hat er gut gemacht. Ja, ich hoffe, die beiden Runden haben euch gefallen. Lasst einen Kommentar da. Auch wenn ihr vielleicht mal einen anderen Spielmodi sehen wollt. Ich bin da für alles offen. Like das Video, wenn es wirklich gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Was mich natürlich freuen würde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Beste!